Heute sprechen wir über ein paar obskure Karten, die mal im Meta waren. Bedeutet Karten, die eigentlich nicht mal gut sind, aber trotzdem kompetitiv gespielt wurden, um halt ein gutes Deck zu supporten. Für alle, die jetzt nicht wissen, was das Konzept von diesem Video ist. Ich gebe euch einmal eine Karte, die heißt Shuffle Reborn. Für alle, die nicht wissen, was die Karte tut, die sagt, wenn du keine Monster hast, bezahle ich für ein Monster von deinem Friedhof, Effekt ist annulliert und das war's. Für alle, die sich jetzt fragen, in welchem Format diese Karte mal Meta war, guckt mal in die Kommentare, euch werden die Leute einmal gut sagen, wann diese Karte Meta war, denn ich werde es nicht machen, aber damit ist das Konzept dieses Videos klar. Es sind Karten, die ihr wahrscheinlich entweder noch nie gehört habt, die an sich nie meta-relevant waren, außer diesem einen spezifischen Zeitpunkt. Und wir fangen einmal mit der beliebtesten Anime-Karte ever an, die ein Format hatte, wo die Meta war. Wir sprechen einmal über die Karte Blue Eyes White Dragon. Und dieses Deck war nie gut. Es gibt einen spezifischen Zeitpunkt, wo dieses Deck mal Meta war. Dafür gehen wir einmal ganz kurz zurück in die Vergangenheit, in ein Format von einfacheren Zeiten, wo alle Planeten sich in einer Reihe versammelt haben und dieses Jahr nennen wir 2016, spezifisch die Weltmeisterschaft von 2016. Für alle, die es nicht wissen, Weltmeisterschaft heißt immer, wir nehmen die OCG-Bannliste und wir nehmen die TCG-Bannliste und machen da eine Bannliste draus. Das ist pauschal nie gut, weil wir viele Decks nicht spielen können. Und eine Sache, die noch wichtig ist, Karten, die im OCG schon existieren, dürfen wir auf der Weltmeisterschaft nicht spielen. Karten, die nur im TCG existieren, dürfen wir auf der Weltmeisterschaft nicht spielen. Das heißt, 2016, wo viele Decks extrem gut waren, die waren nicht nutzbar. Nobody could have predicted that both players in this final match would have been playing Blue Eyes Deck. Jetzt war es bei der Weltmeisterschaft so, dass das genau so gepasst hat, dass Blue Eyes White Dragon eins der besten Decks war, was wir spielen konnten auf der Weltmeisterschaft 2016. Denn die hatten eine Karte wie den Spirit Dragon, die spezifisch dafür da war, um Pendeldecks vom Gegner zu countern, weil du nicht mehr als zwei Monster gleichzeitig beschwören könntest, wenn die Karte auf dem Feld war. Dann haben wir große Beatsticks bekommen mit dem Alternative White Dragon. Auch eine richtig gute Karte für das spezifische Event. Und der funnige Part an dem ganzen Drumherum ist, dass Blue Eyes die Weltmeisterschaft 2016 sogar gewonnen hat. Nani? Und das ist die Geschichte, warum Blue Eyes mal Meta war. Das haben wir übrigens nach der Weltmeisterschaft viele versucht, das auch im TCG zu machen. So semi-erfolgreich, weil wir hier andere Karten hatten, die einfach besser waren. Die nächste Karte ist einer meiner persönlichen Favoriten, weil diese Karte so grundlos schlecht ist, dass es eigentlich keinen Grund dafür geben dürfte, dass diese Karte jemals in einem Tier 1 Deck gespielt wurde. Und die Karte ist einmal Dark Witch. Wenn ihr jetzt die Karte seht und denkt so, oh, die ist ja richtig garbage. Ja, ist sie auch. Diese Karte ist ein Level 5 Monster mit 1800 Angriffspunkten. Warum ist die Karte in einem Tier 1 Deck gewesen? Es gab damals ein Deck, das hieß Extra Deck Monarchen. Das heißt, wir haben Monarchen gespielt, was normalerweise kein Extra Deck spielt. Aber in diesem spezifischen Szenario war es ein Extra Deck vorhanden. Und da haben wir einmal die Brilliant Fusion gespielt. Die Brilliant Fusion kann uns einmal Seraphim Knight aufs Feld geben, der uns eine extra Normalbeschwörung gibt. Jetzt ist es so, wir haben die Möglichkeit mit Lazuli, mit der Karte hier, ein normales Monster vom Friedhof wieder auf die Hand zu geben. Und Dark Witch ist das Tributmonster, was ein Tribut braucht, mit der besten Statline, die wir spielen konnten, um die vom Friedhof zurückzuadden, um was Tribut zu beschwören. Und das ist der ganze Grund, warum Dark Witch wirklich die Karte war, die Leute gespielt haben. Die waren easy Tribut, weil ihr braucht ja manchmal Tributsummons, um halt spielen zu können. Die waren Tage für Lapis Lazuli, dass wir die auf die Hand nehmen konnten. Und wenn ihr sie gezogen habt, war sie einfach nur ein Beatstick, in Anführungszeichen, die ihr benutzen konntet, um halt die aufs Feld zu setzen. Das war nicht unbedingt gut, die zu ziehen war unglaublich garbage, weil die Karte ist halt nicht mal gut. Aber in diesem spezifischen Deck, in diesem spezifischen Format, war die Karte Meta. Und das finde ich einfach unglaublich funny. Wenn euch so eine Art von Content gefällt, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video. Dann mache ich vielleicht mal mehr so obskure Videos, wo wir mal über Karten sprechen, die irgendwann mal irgendwo relevant waren. Die nächste Karte ist nicht mein Favorit, aber ein Format, was ich sehr gerne gespielt habe. Und deshalb weiß ich, warum die Karte da auch super viel gespielt wurde. Und das ist einmal die Karte My Body as a Shield. Diese Karte war spezifisch im Zodiac-Format eine gut spielbare Karte, mit der manche sogar die Europameisterschaft gewinnen konnten. Man guckt nur einmal Marcello an, der Kommentator mittlerweile bei den Yu-Gi-Oh! Events,
hat mit dieser Karte im Sudeck-Format Congrats with your victory at the European Championship in Utrecht die Europameisterschaft gewonnen. Was tut denn die Karte überhaupt? Diese Karte sagt spezifisch, wenn euer Gegner eine Zauberfalle oder Monstereffekt aktiviert, der eine Karte von euch zerstören würde, können wir 1500 Lifepoints bezahlen, die Aktivierung annullieren und die Karte zerstören. Jetzt fragt ihr euch, das ist halt super spezifisch. Warum ist das gut? Die Karte, die wichtigste Karte im ganzen Sudeck-Format gewesen ist, war Drydent. Und Drydent hat die Fähigkeit, wenn du auf eine Karte aufs Spiel fällt, macht die kaputt. Und da kommt My Body is Your Shield quasi zum Einsatz. Denn die Normalbeschwörung in diesem Format war super wichtig, dass die überlebt. Und wir hatten in der Regel auch so einen Staring-Contest zwischen zwei verschiedenen Drydents, die sich gegenseitig quasi anguckt haben und sagen, okay, wer stirbt zuerst? Deshalb war die Karte gut, weil die Normal Summon protected hat und gleichzeitig den Drydent vom Gegner entfernt hat. Das heißt, in diesem spezifischen Format war die unglaublich strong. Danach war die nie wieder wirklich richtig gut, aber in diesem Format waren die einfach die beste Karte, die du ziehen konntest. Normal Summon in Board reinspielen plus die war der Shit. Und ungelogen, das war halt richtig krass, weil du konntest damit einfach das gegnerische Board outen, ohne irgendwas anderes machen zu wollen. Das Format habe ich sehr geliebt. Ich finde es halt cool, wenn das Format sich so weit entwickelt, dass so spezifische Karten irgendwo relevant werden. Ich mag sowas sehr, sehr gerne. Das war Sudeck 2017, für alle, die es nicht wissen. Die nächste Karte ist eine sehr obskure Karte. Und das ist einmal die Karte Exodius. Exodius hat eine Win-Condition. Die sagt, wenn du 5 Exodia-Teile mit dieser Karte in deinen Friedhof gelegt hast, gewinnst du das Duell. Spoiler, das ist nicht der Grund, warum die Karte gespielt wurde. Diese Karte hat eine Beschwörungsbedingung, die sagt, wenn du die Karte beschwören möchtest, kannst du alle Monster von deinem Friedhof wieder in dein Deck legen. Und dann beschwörst du die Karte. 2018 war ein sehr wildes Format, mit extrem vielen Kombos, verschiedenen Decks, die gespielt wurden. Und es gab ein Deck, was keiner auf dem Schirm hatte, was diese Karte im Main Deck auf 3 gespielt hat. Und das Deck ist einmal World Chalice. Der Grund, warum World Chalice diese Karte überhaupt gespielt hat, ist, weil die extrem viele Ressourcen in den Friedhof geworfen haben, die aber Karten wieder im Deck brauchten, damit die ihre ganzen Sachen machen konnten. Zum Beispiel die Shine Balls, die über Venus gekommen sind, die wieder im Deck zu haben, war extrem valuable, weil das halt nochmal 3 extra Buddies auf dem Feld sind, für ein paar Lifepoints, die ihr bezahlt habt. Und ihr konntet damit halt ein richtig, richtig krasses Setup machen. Das Deck selber ist in der Regel immer geendet auf Gummis Heal in Death, über Saruja gespecialt. War also ein richtig gutes Deck. Die Karte war nur dafür da, um die ganzen Karten wieder ins Deck zurückzulegen. Und Exodius ist nicht once per turn. Das heißt, ihr konntet das mehrmals machen. Das heißt, wenn ihr 2 Exodius gezogen habt und halt Venus, das war ein guter Opener 2018, weil ihr damit halt wirklich viel machen konntet. Und es ist halt irgendwie witzig, weil damit die einzige Karte, die jemals Competitive Play gesehen hat, von allen Exodia Retrains, war damit Exodius. In einem Deck, was nicht mal annähernd related ist zu dem Deckthema, was Exodia halt beinhaltet. Und die nächste Karte ist wieder einer meiner persönlichen Favoriten, weil die Karte an sich gar nichts macht. Sie ist nur spezifisch die Karte, die benutzt werden kann, um Sachen zu enablen. Und das ist einmal die Karte Galaxy Serpent. Ein Level 2 Drachenempfängermonster. Die Karte ist logischerweise ein normales Monster. Die macht nix. Es gab ein Format, wo wir eine ganz spezifische Karte hatten, die ein Level 5 Synchromonster gewesen ist. Und das ist einmal Ip. The World Chalice Justice Yar. Diese Karte hat alleine dafür gesorgt, dass wir Normal Summon Engines in unserem Deck gespielt haben, die auf Synchro Level 5 kommen, damit wir Justice ja machen können. Galaxy Serpent war das beste Target. Neben Flamewheel Dragon, dazu werde ich gleich ganz kurz nochmal retrospektiv was sagen, denn das war nicht ganz so gut wie das andere. Diese Karte war ziemlich geil. Es gibt eine Karte, die heißt Draconate. Und Draconate ist ein Level 3 Monster, was die Fähigkeit hat, aus eurem Deck ein normales Monster spezial zu beschwören. Level 2 oder niedriger. Galaxy Serpent ist Level 2 oder niedriger. Dann konntet ihr mit Draconet und Galaxy Serpent auf Ip gehen. Und dann habt ihr eine komplette Dragonlink-Kombo gemacht, in der Galaxy Serpent mehrmals wieder aufs Feld gekommen ist. Das heißt, die hat nicht nur den internen Nutzen gehabt, dass wir damit halt Ip machen konnten, sondern wir konnten mit Galaxy Serpent LP, Pisty, Agapain machen. All diese verschiedenen Link-Drachenmonster.
Und deshalb war das die wichtigste Karte im ganzen Deck. Die zu ziehen war so, no. Die zu specialen aus dem Deck. Das war die beste Karte, die wir spielen konnten. Und ich finde es immer noch witzig, dass eine Karte, die Galaxy Serpent heißt, ein Drachenmonster ist. Möchte ich kurz nochmal einmal erwähnen. Ich möchte aber im selben Atemzug noch einmal ganz kurz die Karte Flamewell Guard highlighten, weil die eigentlich genauso scheiße ist. Die wurde in derselben Art von Combo gespielt. Wenn ihr mehr als einen Starter haben wolltet, neben Draconid, dann habt ihr Oviraptor gespielt und mit Oviraptor Carbonadon auf den Friedhof gelegt, damit ihr mit Carbonadon den Flamewell Guard aus dem Deck spezial beschwören konntet und konntet dann dasselbe machen. Das heißt, wir hatten zwei Starterkarten mit zwei obskuren normalen Monstern, mit der wir dann halt diese Combo halt machen konnten. Das waren richtig viele Karten, die mal meta-relevant gewesen sind, weil sie spezifisch okay waren in diesen Zeitpunkten. Was sind eure obskuren Karten, die mal Meta waren? Hier ist einmal ein Video, wo ich einmal über Karten spreche, die immer gut sein werden. Viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.